Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Ja, immer wieder wird natürlich gefragt, ob die Beckengröße für unsere Tiere hier ausreichend ist. Es geht einfach darum, wie man das Becken nutzt, wie man den Beckenkomplex nutzt, dass die Tiere sich hier einfach ausreichend bewegen können, sich aus dem Weg gehen können, dass hier keine Einbahnstraßen entstehen, dass man wirklich so ein rundes System hat, wo die Tiere einfach auch sich zurückziehen können, dass sie Rückzugsbecken haben, wenn sie keine Lust haben, hier vorne zu sein oder der Gruppe aus dem Weg zu gehen oder einzelnen Tieren aus dem Weg zu gehen, dass sie sich halt wirklich durch alle Becken frei bewegen können. Und die Tiefe, ich lese halt immer wieder, die Tiere müssen 300 Kilometer weit schwimmen am Tag, die Tiere müssen hunderte von Metern tief tauchen, um sich wohlzufühlen, und das ist natürlich absoluter Quatsch. Die Natur hat sowas gar nicht dafür ausgerichtet. Also es geht ja wirklich darum, dass ich meine Grundbedürfnisse befriedige. Dass ich, für die Delfine heißt das, ich habe was zu fressen, ich kann mich fortpflanzen, ich lebe in einem sozialen Verband. Das heißt aber nicht, dass ich dafür so und so lange schwimmen muss oder so und so tief tauchen muss. Darum geht es lediglich, wenn ich meinen Nahrungsbedarf und meine Grundbedürfnisse halt decken möchte. Und wenn das alles erfüllt ist, in 2 Meter Wassertiefe, dann ist den Delfinen das nur recht und billig, weil alles andere ist absolute Energieverschwendung. Sowas macht die Natur nicht. Und diese Tiere, natürlich gibt es auch Delfine, die so viele Kilometer schwimmen und die deutlich tiefer tauchen als hier unsere Küstentümmler, die wir bei uns halten. Das sind aber Tiere, die darauf angewiesen sind. Das sind die Hochseedelfine. Da ist es nicht so üppig wie in 3 Meter Wassertiefe. Das Ganze kennen wir aus Florida. Ich selber war vor ein paar Jahren in Cape Coral und bin da rausgefahren mit einem Boot und habe mir das von dem Walführer, der da an Bord war, zeigen lassen, wie das vor Ort läuft. Die Wassertiefe ist bei ungefähr 1,80 Meter, an der tiefsten Stelle 3 Meter. Da leben die Tiere ihr gesamtes Leben. Die bringen dort ihre Jungtiere zur Welt, die haben dort genug zu fressen. Die haben absolut gar keine Intention, dieses Ding zu verlassen, weil die haben da alles, was sie brauchen. Alles andere, was da draußen irgendwo ist, ist mit einer gewissen Bedrohung verbunden, sei es durch irgendwelche Feinde, sei es durch irgendwelche Unbekannten, die man einfach nicht benötigt, wenn man der gemütlichere Delfin ist und einfach da bleiben kann, wo man alles hat, was man braucht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.